Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Wario World. Letztes Mal haben wir die Frühlingswelt, die Rankenkletterei von den Valhalla-Gebirgen abgeschlossen. Und nun kümmern wir uns um den Boss. Jo, irgendwie prallen hier auch wieder voll die Gegensätze aufeinander. Wir hatten den Frühling, wir hatten den Winter, aber jetzt kämpfen wir auf dem Lavasee. Valhalla, Macho Taurus Kraftprobe. Macho, Macho Man. Mit einem Mission Impossible Eintritt? Bam! Das ist einfach nur genial animiert irgendwie. Okay, gegen diesen Macho müssen wir kämpfen. Und wir können ihm direkt keinen physikalischen Schaden zufügen. Deswegen müssen wir warten, bis er so auf uns zukommt, und dann müssen wir das ganze Gitter mit einer Stampfattacke, mit einem Bobbysklapser nach unten schmettern, woraufhin er dann das Gleichgewicht verliert, wie ihr eben schon sehen konntet. Und also was die Bosse betrifft, hat Macho Taurus die größte Vielfalt an Attacken. Die das war ein Fehler. Achtung. Was die anderen Bosse betrifft, so variiert deren Attackenvielfalt, deren Attackenmöglichkeit zwischen 3 und 5, wohingegen Macho Taurus bis zu 7 verschiedene Moves hat. Immer so als kleine Randnotiz für dieses Spiel. Aber jetzt passen wir auf, dass wir natürlich nicht attackiert werden, und bei dieser Attacke müssen wir relativ schnell sein, denn das ist halt seine Lieblingshebelattacke. So, das ist sein Shoulder Dash, und wenn wir natürlich so dämlich sind wie ich gerade und in den hinein stürmen, dann bricht er ab und dann können wir noch nicht in die Lava stoßen. So, ja, und ihr habt auch gemerkt, halt von Leben zu Leben, was er verliert, setzt er diese Schulterattacke einmal mehr ein. Das war etwas knapp, aber ich habe es immerhin geschafft. Ausweichen. Achtung, der macht es nochmal. Oh. Warum habe ich auch das Gitter irgendwie mit der Stampfattacke runterbewegt? Egal, wir haben noch genug Energie. Nur keine Fehler erlauben jetzt. Jawohl, Nummer 4. Und runter mit dir. So, und hier haben wir die nächste Attacke von Macho Taurus, für die ich zu dämlich bin, um sie auszuweichen. Zeigt uns hier seine Ballettkünste. Nicht sehr machohaftig. Autsch. Und schon bin ich wieder in ihn hinein. Verdammt. Das ist mir auch noch nie passiert, dass das Feuer durchkam. Jetzt muss ich aber aufpassen. Er ist halt relativ schnell. Heck. So. Und nein. Ich war zu langsam. Verdammt, 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 verdammt. Weg hier. Wow. Ich bin gleich Game Over, wenn ich nicht aufpasse. Ich empfinde ihn gar nicht mal als einen der schwierigsten Bosse überhaupt, aber trotzdem stelle ich mich gerade total dämlich an. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das darf nicht wahr sein. Das Spiel ist ungerecht gerade mir gegenüber. Es ist so gemein, es ist so gemein, es ist so gemein. Jetzt gilt es darum aufzupassen. Ich darf keine Attacke mehr treffen. Okay. Das müsste ich schaffen. Komm, 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 komm. Wow, das war knapp. Verdammt.
Ich habe zu früh die Stampfattacke gemacht. Ich war etwas voreilig. Weg. Wow. Wenn ich nicht dagegen die Schulter gedasht wäre, dann hätte er... Nein! Geh weg! Geh weg! Geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Na also. Was? Er hat mich erwähnt! Nein! Oh, zweimal Game Over in Welt 3. Was ist das denn? Jetzt aber. Mal aufpassen hier. Wow. Achtung, er kommt. Ah, verdammt, aber was? Was mache ich denn für einen Unsinn? Bei diesem Bosskampf wird einem schon vom Zugucken heiß. Sommer und dann kämpfe ich doch noch auf Lava, ey. Jetzt werden wir den Verhallergebirge Liebe. Jetzt bist du Geschichte, mein Freund. Au, ich habe dich schon wieder verbrannt. Wario is the number one. Los, verrecke, du Mistvieh. Dam, dam, da, 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 dam, dam. Wir haben es geschafft und... Wahaha! Ja, darauf erscheint jetzt aber kein kleiner Gen Kirby. Nein, okay, hier war die Übersicht. Wir haben alles freigeschaltet, alles gefunden, alles gesammelt in Welt 3. Alright. Und... Da, 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 para! Und damit öffnet sich Welt 4. Doch die besuchen wir in der nächsten Episode. Ich gehe jetzt nur noch wieder wie gehabt zurück in die Oberwelt. Ja, ho. So, bevor wir die letzte Welt, das letzte große Viertel dieses Spiels angehen, sieht man sich in der nächsten Episode. Bis dann, Leute!